liebe Kinder, hier sind wieder deine Mathelehrer aus der Klasse 2. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute mit dem Mathefilm 22 vom Zehner wegnehmen. Das ist im Mathebuch, die Seite 53, die Nummer 1. Das trägst du auch ganz normal wieder in dein Heft ein. Seite 53, Nummer 1. Und die Aufgabe A ist 50 minus 3. Emira hat diese Aufgabe gerechnet und hat sich einen Trick dazu einfallen lassen und den wollen wir uns mal ganz genau anschauen. Hier oben siehst du, dass Emira die Aufgabe hingeschrieben hat und sich dazu die 5 Zehner hingelegt hat in Rot. 10, 20, 30, 40, 50. Sie sagt ja auch, ich habe 5 Zehner. Und jetzt kann man das ja gar nicht so einfach rechnen. Wie will man denn von einem Zehner einfach 3 Einer wegnehmen? Deswegen hat sich Emira einen Trick einfallen lassen und den einen Zehner weggelegt. Wir haben jetzt anstatt 5 Zehner nur noch 1, 2, 3, 4 Zehner und den einen Zehner in 10 Einer gewechselt. Denn du weißt ja, ein Zehner sind 10 Einer. Wir zählen mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. So, und diesen Trick möchte sie nutzen. Und zwar nimmt sie dann von den 10 Einern, weil es ja 50 minus 3 ist, 3 Einer weg. Und das Problem ist, dass das Buch auf dieser Seite einen Fehler gemacht hat. Anstatt, dass es 4 Zehner sind hier in diesem Bild, sind es wieder 5 Zehner und 10 Einer. Das sind aber 60 und nicht 50, weswegen ihr das hier nicht als Erklärung gebrauchen könnt. Wir schauen uns deswegen nochmal das zweite Bild an und wenden Emiras Trick trotzdem an. Emiras Trick ist jetzt, einfach 3 Einer wegzunehmen, weil es ja 50 minus 3 sind von den 10 Einern. 1, 2, 3. Und da ja die 7 die verliebte Zahl zu der 3 ist, bleiben 7 Einer übrig. Wir zählen nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben also 7 als Einerzahl und 4 Zehner. 1, 2, 3, 4. Also 4 Zehner und 7 Einer ergeben die Zahl 47. Also können wir in unser Heft schreiben 50 minus 3 gleich 47. Schauen wir doch mal, dass wir Emiras Trick jetzt auch bei der B anwenden. Die Aufgabe B heißt 20 minus 5. Eine Zeile freilassen, das B eintragen, wieder ein Kästchen frei und die Aufgabe aufschreiben. Jetzt arbeiten wir selber mit den Zehnerstreifen und den Einerplättchen, legen das Buch einer weg. Und brauchen ja, weil wir die Zahl 20 haben, 2 Zehner. Aber von 20 einfach so 5 wegnehmen geht nicht, deswegen muss ich den zweiten Zehner austauschen. Und zwar durch, wie auch Emiras vorher gemacht hat, 10 Einerplättchen. So, jetzt haben wir auch 10 und durch die 10 Einerplättchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, nochmal 10 und 10 plus 10 sind ja 20. Jetzt müssen wir aber 5 wegnehmen. Also nehmen wir 5 weg. Wir haben ja hier durch die Kraft der 5 einmal 5 und nochmal 5. Nehmen also diese 5 einer weg. 1, 2, 3, 4, 5. Und da zur
5 die verliebte Zahl auch wieder 5 ist, bleiben uns wahrscheinlich 5 Einer. Wir zählen mal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Zusammen mit dem 1 Zehner, 1 Zehner plus 5 Einer sind 15, die übrig bleiben. Also heißt das Ergebnis von der Aufgabe 20 minus 5 gleich 15. Machen wir das Ganze nochmal mit der Aufgabe 10. Da sehe ich jetzt gerade, dass die Aufgabe heißt 60 minus 1. Also müssen wir als erstes wieder die 60 hinlegen. 60 sind ja 6 Zehner, also brauche ich 6 Zehner Streifen. Die lege ich untereinander. (10, 20, 30, 40, 50, 60) und habe wieder genau das gleiche Problem. Ich muss einen abziehen, 60 minus 1, und das geht ja nicht so einfach. Wie will ich einen Einer von einem Zehner abziehen? Deswegen wieder in Ihrer Trick, wir nehmen den letzten Zehner und ersetzen ihn durch 10 Einer. Also haben wir auch wieder 60 insgesamt. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Und jetzt nehmen wir noch, weil die Aufgabe 60 minus 1 heißt, einen weg. Die verliebte Zahl zur 1 ist ja die 9, also müssen 9 Einer übrig bleiben. Zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 5 Zehner, die übrig bleiben, 10, 20, 30, 40, 50 und 9 Einer. Also ist die Zahl, das Ergebnis von der Aufgabe 60 minus 1 gleich 59. Genauso sollst du jetzt die weiteren Aufgaben der Nummer 1 rechnen bis zur Aufgabe I. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.